So. Und weiter geht's in schönem Grün. Ich habe das Gefühl, dass durch diese Mod, die ich da installiert habe, die NPCs vielleicht gar nicht angezeigt werden gerade. Was nicht so geil ist. Ich habe diese Heiratsmod. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, wo man halt so ein bisschen kennenlernen kann. Da kann man sich so Frauen in seine Bude verschleppen. Also man kann quasi sich auch fortpflanzen mit Kindern und so. Dachte ich mir, wäre eine neckische Idee fürs Let's Play. Aber offenbar bin ich so hässlich, dass die Frauen sich jetzt unsichtbar gemacht haben. Das war wahrscheinlich gerade ein Amazonendorf und die haben sich alle versteckt. Alter, ist das hell hier in der Wüste gerade. Das liegt aber an der Mittagssonne, ne? Wenn Wüsten sind ja so hell. So, gibt's hier irgendwo? Ich latsch die Wüste ab in der Hoffnung auf eine Ruine. Ruine! Gesichtsruine! Früher hat man ja auch Kaktusfarmen gebaut. Wozu eigentlich? Für Fallen und sowas? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube nur aus dem Grund, weil es ging. Oh! Und natürlich als Monsterabwehr habe ich früher auch benutzt, Kakteen. In einem Schwemmgraben, in so einem Umflutgraben. War sehr praktisch. Alter, das ist hell hier, aber ist ja eine Sandwüste, das ist normal. Die Sonne gleißt halt auf der Oberfläche der Wüste, deswegen ist es gleich doppelt so heiß. Aber wie man sieht, keine Ruine. Ich latsche trotzdem aber ganz schnell ab und dann setzen wir unseren Weg fort. Leider keine NPCs getroffen, dafür ein paar Karotten und Möhren. Hat sich also unglaublich gelohnt, unsere Reise. Oh. Erstmal lecker Snickers. So. Slenderbeine. Ich will Slenderbeine. Mit denen ich so 2 Meter pro Schritt zurücklegen kann. Bouncy, 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 bouncy. Hatte ich so eine lustige Idee, was für ein Spiel in Deutschland eigentlich total einschlagen würde zurzeit, wenn man einfach so ein Slenderman-Game macht, ne? Nur halt nicht durch einen Wald, sondern vielleicht durch einen lustigen Stadtpark, so ein bisschen, ne? Mit Sitzbänken und bla, so ein bisschen hier und da. Vielleicht sogar einen Spielplatz. Und dann verfolgt dich der Pedobär. Wäre eigentlich auch lustig, mit so lustigen Geräuschen immer dabei. Und du bist dann natürlich mehr so aus kleinerer Sichtweise. Da wirkt der Park ja auch größer. Kannst du aber nicht bringen als Spiel, glaube ich. Das geht eher nicht. So, wir nehmen unsere Reise wieder auf. Zur Musik von Aion, The Tower of Eternity. Und da ist er auch gleich wieder vorbei. Vorbei! So. Keine Ruine, schade. Die erste und einzige Wüste, die wir gefunden haben und keine Ruine. Naja, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir haben noch ein Stück Rückweg vor uns. Alter, das sieht ja geil aus. Da gehe ich mal kurz rüber und gucke. Alter, wie geil. Ach Mann, ey. Wenn man sich Landschaft in Minecraft anguckt, hat man immer wieder Bock, irgendwo doch mal neu anzufangen oder nochmal irgendwas hinzubauen. Einfach nur so, weil es geht. Würde ich normalerweise auch gerne machen, aber... Hey, nicht auf dem Kopf. Wo bist du? Schleimscheißer? Nee. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. So. Und weiter. Bald wird es wieder Nacht. Wir hätten natürlich die Nacht auch noch im Dorf verbringen können, aber wir haben ja eine Mission. Wir haben eine Aufgabe. Wir müssen wieder nach Hause kommen. Und das wird sich vielleicht noch ein paar Folgen hinziehen. Ich weiß es nicht genau. Ach, es sind Kühe. Das hört sich an, als hätte sich der Typ im Hintergrund wehgetan. Da willst du immer so ein Pflaster rüberreichen, weißt du, wenn er so anfängt zu brüllen. Wow. Ich sollte aufmerksamer sein. Müssten die Bäume nicht brennen? War mir nicht so, dass Bäume anfangen zu brennen, wenn sie neben Lava stehen? Oder wurde das jetzt wieder rausgenommen? Sehr merkwürdig. Aber irgendwie cool.
Ich höre einen Schleim hüppeln, aber hier ist doch gar kein Sumpf in der Nähe. So, da bin ich mal gespannt. Der Abend soll entgegen, wo unser Weg uns jetzt wieder bringen wird. Andererseits, auch wenn es ein paar Beschwerden gab wegen unseres Ausfluges, wegen unseres Kleinen. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Einfach nur, um mal wieder so ein bisschen Abwechslung zu kriegen nach dem ganzen Rumgebauer und so weiter, war eigentlich mal eine schöne Abwechslung. Aber so langsam dürfte sie auch ruhig mal dem Ende entgegengehen. Das nächste Mal, wer weiß, vielleicht das nächste Mal, wenn wir sowas machen, vielleicht fangen wir dann wirklich irgendwo nochmal an. So eine Art Staffel 3, ich weiß es noch nicht. Andererseits bin ich wirklich schon, das kann ich eigentlich nicht bringen wegen der Let's Play Welt. Weil wir so viel gebaut haben jetzt und dann wieder von vorne anfangen, gerade jetzt, wo wir so viel in Bau investiert haben, das geht nicht. Das kann ich nicht bringen, das, nee, da ist die ganze Mühe quasi so weggeschmissen. Und außerdem ist es jetzt spannender denn je zu sehen, wohin die Reise sich entwickelt mit der LP-Welt. Weil früher haben wir ja nie so konzeptioniert gearbeitet, sondern einfach hier mal was hingebaut, da mal was hingebaut. Da war es egal, ob die Sachen passten. Und jetzt momentan bauen wir uns ja quasi eine Art eigene Welt auf, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Aber ich glaube, das ist schon ganz geil, vor allem, wenn man bedenkt, was daraus werden könnte. Weiß ja nicht, ob es nur mir da so geht, aber ich bin wirklich neugierig. Ach, ich habe ja kein Boot dabei. Schwimmen die schneller als ich? So, blum 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 blum. Komm schon, Erfahrungspopel. Come to me, mein dir Erfahrungspopel. Na also. Okay, wir müssen dringend was essen, sehe ich gerade. So, und da kommt schon. Ist das schon wieder eine Wüste? Da ist schon wieder die nächste Wüste. Also auf dem Hinweg haben wir nicht eine beschissene Wüste gefunden und jetzt stapeln die sich hier. Ich beschwere mich natürlich nicht, aber... Oh, Meridian 59 Musik. Oh. Marion hieß die Stadt damals, wo die Musik gespielt hat. Werden die wenigsten von euch kennen. Da verbindet man aber so ein bisschen emotionales Gezuppel mit. Und wer es noch nicht mitgekriegt hat, das ist das Spiel, wo Saraza und ich uns vor 3 Millionen Jahren mal irgendwann kennengelernt haben. Das erste Online-MMO der Welt. Das erste 3D-MMO der Welt. So rum. Boah, das haben wir damals so gesuchtet, stundenlang. Hat mich meine Mutter totgeschlagen für die Telefonrechnung, die dabei zusammenkam. Weil damals gab es ja noch nicht so Flatrates und sowas. Da war das ja nicht, also nicht so wie heute, dass man einfach DSL fertig. Da wurde man noch nach Minuten abgerechnet. So internettechnisch. Oh, lustig. So, naja, damals, da kam, ich glaube, Telefonrechnung. Boah, ich weiß gar nicht, in welcher Höhe. Also ich glaube, das waren immer so ein paar hundert Mark pro Monat oder mehr sogar. Ich will es gar nicht festlegen. Und dazu noch, jeder Account hat dann auch nochmal 39,95 Mark gekostet. Kannst du heute eigentlich mit Euro schon fast 1:1 setzen. Und da hat man dann auch mehrere Accounts gehabt, sogenannte Mulen-Accounts, wo man sich die Sachen mit rumgeschleppt hat und so weiter und so fort. Das waren Zeiten. Und da haben Tode noch. Bei WoW ist es ja so, wenn man stirbt, halb so wild, wachst du irgendwo wieder auf. Bei Meridian war es so, da hast du halt immer ein Level verloren, direkt und direkt noch Einbußen gehabt. Also da tat Sterben richtig weh und schlimmstenfalls hat dein Gegner auch noch die Sachen geklaut. Da war viel mit PvP und so. Ist das ein Tempel? Nee. Ich glaube, das ist einfach nur... So, Alter, wie viele Creeper es jetzt gibt, ist ein bisschen unheimlich. Das ist leider auch kein Tempel. Schön, einfach mal ein bisschen begradigt.
Na! So, Level 20 haben wir jetzt wieder. Na, immerhin, wenigstens das bringt uns die Reise. Alter, wie viele Spinnen sind das bitte noch? Weil so viele Spinnen muss doch hier irgendwo ein Tempel sein, verdammt. Aber nein, hier ist alles nur kein Tempel. Tempel, bitte, bitte, eine Ruine, irgendwo eine Ruine. Ich würde sagen, ich will auch immer brav sein, aber das wäre natürlich so gelogen. Glaube ich schon selber nicht dran, dass da oben sieht aus wie eine Burg. Halt die Schnauze, ich habe kein Auge für dich, weil da oben gerade was Tolles ist. Das sieht aus wie eine Burg da oben, ist aber dann doch keine. Wie geil der Baum da oben aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr den gerade sehen könnt. Es ist ein bisschen dunkel hier gerade. Wie lange ist es noch Nacht? Der Mond steht gerade auf der 12. Das heißt, es wird noch ein bisschen... Aua! So, Level 21. Das geht ja langsam. Das da finde ich geil. Da würde ich echt gern was bauen. Scheiße. Ich müsste mir auch mal Enchantments auf die Rüstung und beziehungsweise auch aufs Schwert legen eigentlich. Enderman! Und da hinten schon wieder drei Creeper, Alter. Das gibt's doch gar nicht. That creeps me out. Keine Enderperle! Alter! Boah, und da auch so fliegende Inseln. Uah, und ein Skelett und ein Creeper. Boah, geil. Ich würde hier gerne mal bei Tag rumlaufen, Alter, diese Creeper. Nein! Ach, fuck. Oh. Da kannst du, aua, gerne explodieren. Jetzt reicht's mir aber mit dir, du Schwachkopf. Hätte ich mal nicht den Creeper geschlagen, verdammt. Knochen nehme ich wieder mit. Ich möchte hier unbedingt warten, bis es Tag wird. Und ich möchte mir, glaube ich, auch einen Waypoint setzen. Also einen Waypoint hierher setzen. Und ich möchte nicht noch mehr Creeper aufscheuchen, dass sie hier noch mehr auseinander... Das ist schon wieder ein Creeper, ey, das gibt's gar nicht. Und ich glaube, dass... Alter, hier sind überall Creeper. Leck mich doch am Arsch. Das gibt's doch gar nicht. Ich will nicht, dass die Karte auseinandergenommen wird. Scheiße. Hilfe. Nein. 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 Weg. Lass mich. Schnauze. Ihr Pisser. Gleich ist sowieso Tag. Dann sterbt ihr alle. Elende Drecksköppe. Wieso gibt's eigentlich keine Fackel mit UV-Licht, die die Viecher auch zum Brennen bringen? Das wäre doch mal was. Oh Mann, zwei Endermen. Ach, Alter, was ist denn hier los? Die ganze Wüste wimmelt nur so von Viechern. Hieronymo! Hieronymo! So, da oben gleich die nächsten, aber das sind Zombies. Die könnt ihr mir theoretisch holen für billige Level... Ups. Level, Ups. Hallo, liebe Freunde. Wie geht's euch denn? Einmal Special Move, einmal Special Move. Und hallo, liebe Freunde, wie geht's euch denn? Da geht die Sonne auf. Alter, was ist denn hier los? Aufmarsch der Gesichtslosen. Sind das die anonyme Alkoholiker oder was? Hier so eine alte Leber mit aufnehmen. So, Endermänner hole ich mir jetzt nicht mehr. Die mache ich nur mit Enderfalle. Die sind mir... Vor allem, wenn man da jetzt zwei holt, dann ist man da gleich am Arsch. Boah, wie geil. Das sieht aus wie so eine Brücke. Guck mal, wenn man das so vervollständigen würde. Vervollständigen würde. Das wäre schon ziemlich geil. So, und jetzt kommt langsam wieder Farbe in die ganze Geschichte. Und da brennen sie. Da brennen sie.
Brennt, brennt. Na, schaffe ich noch einmal reinzuhauen? Juhu! Billig XP. So, den Baum fand ich nämlich sehr geil. Den wollte ich mir nochmal angucken. Extra für einen Baum bleibst du in der Wüste, ey. Du bist so hohl, Mann. Ja, aber ich weiß ja auch, die schönen Dinge im Leben zu schätzen. Und dieser Baum ist doch ein Symbol des, weiß ich nicht, Lebens oder so ein Scheiß. So, ich wollte mir aber vor allen Dingen mal die Gegend angucken hier. Und ich würde mir gerne einen Waypoint setzen, einen Point of Interest. Wenn wir ja schon keine Ruine finden, dann wenigstens eine schöne Wohngegend. Für später mal. Allerdings weiß ich nicht, ob wir da oben hochkommen. Das wird sich jetzt zeigen. Ist ja früher morgen. Nachts wollte ich da nicht hoch. Vor allen Dingen sieht man nachts auch nichts, wenn man am Berg hochkraxelt. So, kraxel, kraxel, kraxel. Kraxel, kraxel. Ich bin der Kraxelhuber. Der Axelhuber wäre ein bisschen eklig. Keine XP-Scheiße, na egal. So, mal hier mal ein Schäufelchen. Nee, da. Ach, naja, egal. Jetzt ist es spät. Aber da komme ich eh nicht hoch. Dann hier mal hoch. Nein. So, dann hier rüber. Und da sind wir schon beim Baum. Der hier ist zu viel. Wäre auch eine geile Wohngegend eigentlich. Wobei die Aussicht ist nicht ganz so geil wie beim Palazzo, muss ich sagen. Und hier die Wüste ist auch nicht gerade der schönste Anblick der Welt. Da hinten die Brücken sahen aber majestätisch aus. Und hier oben kann man mit Sicherheit was sehr schön Großes hinbauen, wenn man das denn wollen würde. Ob sich... Alter, das gibt's doch nicht. Wie viel frisst denn der? Hat der Antibulimie oder was? Nee, Antibulimie geht ja gar nicht. Wenn du Antibulimie hast, muss der Kotze fressen. Der ist ja ekelhaft. Kotze fressen und fett werden. So, die Frage ist, jetzt müssen wir natürlich wieder runterkommen. Also theoretisch natürlich sehr schön hier oben, lalala, irgendwas Tolles bauen, aber die Gegend ist mir dann doch zu krass. Vor allen Dingen muss man dann ja auch irgendwie wieder runterkommen. Au! So, und jetzt umrunden wir mal den Berg. Trotzdem finde ich das dann noch geil. Da könnte man sich immer noch eine super Brücke draus bauen. Guck mal, draus bauen. So von da nach da oben. Die Frage ist nur, wohin? Um da hinzukommen ist cool. Aber wo kommst du da hin? Nirgends. Das ist dann schon ein bisschen ungeil. Hüpsala, hüpsala. Muh. So, dann schnetzen wir uns hier mal ein bisschen durch die Gegend. Wir sind wieder unterwegs in Richtung Spawnpoint, aber natürlich, obwohl doch jetzt auf direktem Weg in Richtung Spawnpoint. Heißt aber nicht, dass wir nicht zwischendurch noch ein paar Abstecher links und rechts machen, vor allen Dingen auch, wenn wir eine Wüste finden oder einen Dschungel oder sonst irgendwas oder bla 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 bla. So, und einmal hier durchs Wässerchen, hüpf. Wir werden schon wieder nach Hause kommen. So ist's nicht. Ich bin momentan auch relativ optimistisch. Ach, das war die Wüste. Die kennen wir ja schon. Ich laufe jetzt mal eher hier so auf dem Grün entlang. Ich muss jetzt nicht direkt an der Küste entlang laufen. Dann sparen wir uns noch das Bötchen. Ist so ein alter Kapitänshundewitz. Gib Bötchen, gib Bötchen. Boah, war das schlecht. Ich habe gehört, das ist eine gute Idee, was ich hier gerade mache.